Und ich meine, ein zweiter Punkt ist wichtig, um dem Stress seinen Stachel zu ziehen. Neben der Entkopplung von Leistungen muss man Grenzen setzen. Und zwar die eigenen. Man muss definieren, wann schneller, höher, stärker für einen selbst aufhört, gültig zu sein. Das darf, kann und muss ich selbst entscheiden. Ich bin dabei meine oberste Autorität. Und da hilft, wie oben besprochen, die Erfahrung der Grenze. Menschen nach einem Burnout und nach guter therapeutischer Behandlung wissen ganz genau, wo diese Grenze für sie verläuft. Das ist der große Vorteil, den Burnout-Überlebende anderen voraus haben. Sie haben auf die heiße Herdplatte gegriffen und wissen, wie weh das tut. Sie können besser wissen, wann sie die Reißleine ziehen müssen und wann es Zeit ist, sich zu begrenzen. Das ist die innere Grenzziehung, die Begrenzung meines eigenen Anspruchs an mich selbst. Zusätzlich muss man Grenzen außen ziehen, die Begrenzung der Erwartungen anderer an mich. Das bedeutet Nein sagen, ablehnen, nicht machen, sein lassen, enttäuschen und damit leben lernen. Aber wie verhält sich das alles mit der Rede vom Übermenschen? Wie geht die Notwendigkeit zum Wachstum und zur Weiterentwicklung zusammen mit der Notwendigkeit der Be- und Abgrenzung? Sind das nicht widersprüchliche Bewegungsrichtungen? Ist das nicht ein Entweder-Oder? Ich meine nicht. Ich meine vielmehr, es ist notwendig, beides gleichzeitig zu tun. Grenzerweiterung und Begrenzung, sowohl als auch. Sowohl sich voll bis an die Grenzen der eigenen Möglichkeiten zu entwickeln und die eine oder andere dabei unvermeidliche Grenzübertretung inbegriffen und gleichzeitig die begriffenen, angefassten, erfahrenen Grenzen in Zukunft zu heiligen Orten zu erklären, die aus Ehrfurcht vor dem eigenen Wert nicht mehr betreten werden. Und damit ist ein weiterer Aspekt wichtig, um die Idee des Übermenschen, des über sich hinausstrebenden Menschen für uns heute nutzbar zu machen. Die Frage nach dessen Ausformung und Gestalt. Ist der Übermensch für uns einer, der wie Superman, englisch Übermensch, praktisch unverwundbar ist und immer gewinnt? Oder einer, der etwa wie meine Großmutter am Abend ihrer Tage Dankbarkeit, Zufriedenheit, Freude und Menschenliebe ausdrückte? Wonach sehnen wir uns, wenn wir über den Abgrund schauen, den Nietzsche malt und den wir überwinden müssen? Wie sieht er für uns aus, der über sich hinausgewachsene Mensch? Wie sieht mein eigenes Sehnsuchtsbild von mir selbst aus? Es kann, so meine ich, nur eines sein: der reife, glückliche, besser der zufriedene und in sich ruhende Mensch. Schauen wir uns deshalb also zum Schluss noch in einzelnen Aspekten an, was Reife, Glück, Zufriedenheit und innere Ruhe psychologisch bedeuten.